Guten Abend, Mr. Costello. Sie können mit unserem Geld rechnen, aber nicht mit uns. Was haben Sie für Fragen? Eine einzige. Warum ich? Ich habe Ihnen das nötige Klimpergeld mitgebracht, damit Sie in das Spiel einsteigen können. Jack Costello wurde ganz plötzlich von den Ermittlungen abgezogen. Daraufhin hat er den Job hingeschmissen. Wer ist da? Hallo Meister, wie geht's dir? Alles klar? Was ist denn das für ein Gestell? Du willst also nicht nach Hause ins Körbchen? Was wollt ihr eigentlich? Nein, warte, du brauchst nicht zu antworten. Du hast Schwierigkeiten, oder? Noch nicht, aber sie kommen auf mich zu. Ist mir unangenehm, dich zu belästigen, aber machst dir was aus, das Ding wegzunehmen? Ich dachte, du warst mit Onkel Willi immer auf Bärenjagd. Was ist denn das für eine Nummer? Habt ihr Matsch in der Birne, Jack? Die nehmen die ganze Karre auseinander. So kommen wir hier nie wieder raus. Sorg dafür, dass keiner von denen überlebt. Braucht ihr Hilfe? Ein Mucks. Und du hast einen Eisenbahntunnel zwischen deinen Ohren. Wären sie etwas eher aufgekreuzt, hätten wir eine kleine Party feiern können. Immer nur Drogen. Das ganze Land lebt davon. Hey Jack, beginnt die große Nummer? Verpass ihnen einen Gute-Nacht-Kuss. Gerne. Und was jetzt? Steck dir einen Korken in den Hintern. Tut mir leid, mein Freund. Niemand wird diesen Raum verlassen. Mann, bist du irre! Du hättest mich erwischen können. Willst du mich beleidigen? Na komm schon.